Liebe Schweizer Handballnationalmannschaft, ich wünsche euch auf diesem Weg alles Gute für die kommende Europameisterschaft in Deutschland. Ich werde richtig mitfiebern und ich werde auf feste Daumen drücken. Und auch auf ein grosses Spiel in Düsseldorf im Stadion vor hoffentlich ausverkauften Rängen. Ich habe ein paar Mal dort spielen. Die Stimmung ist. Also geniesst es, alles Gute und viel Glück. Macht's gut. Ciao, ciao. Liebe Handball-Nazi, im Namen vom ganzen Team wünsche ich euch alles Gute für die bevorstehende Europameisterschaft. Insbesondere viel Spass und viel Glück für das Spiel gegen Deutschland. Das wird bestimmt eine besondere Erfahrung und vor allem von dieser unglaublichen Kulisse. Macht es uns vor, wenn man Deutschland an ihrer Heim-EM schlägt. Alles Gute und hopp Schweiz! Hey, liebe Handball-Nazi. Ja, so eine EM wünscht sich, glaube ich, jeden einen ist Deutschland in so einem Land, wo der Handballsport so riesengroß ist und dass ihr gerade kennt, das Auftaktspiel vor vollem Stadion so Angriff nehmen, ist, glaube ich, wahrscheinlich von jedem von euch ein riesen Traum. Darum genießt jetzt einfach, gebt Vollgas, kämpft in jedem Spiel, aber wie gesagt, genießt die Hammer-Atmosphäre, die riesen Stimmung und gebt Gas. Viel Glück allen und macht's gut. Liebe Handballer, liebe Handballfan, es ist 1. Januar 2024. Im Moment ein bisschen zu kalt für meine Spezialdisziplin, Schneeball machen. Aber ihr müsst wissen, ich bin ein riesen Handballfan. Ich finde das ein absolut geiler, hervorragender Sport. Und ich weiss auch, dass ein grosses Event auf der Liste steht bei euch allen zusammen, die Europameisterschaft. Ich glaube an euch, weil ich weiss, dass wenn man ein Level höher gehen will, oder ein Level höher geht, automatisch die Leistung auch ein Level besser wird und stärker wird. Ich wünsche euch allen zusammen viel Glück, glaubt daran, glaubt an den Erfolg, alles ist möglich. Hallo zusammen, schon gleich ist es soweit. Die EM steht vor der Tür. Ich möchte euch für das viel, viel Glück wünschen, vor allem für das erste Spiel gegen unseren kleinen Brütsch. Geht es denen so richtig? Ihr habt nicht für nichts trainiert. Gebt Vollgas und macht euch stolz. Macht's gut, ciao zusammen. Liebe Handball-Nazi, ich wünsche euch ganz viel Glück an der Europameisterschaft. Ihr habt auch schon dürfen ein paar Mal für unser Land spielen und es gibt nichts Geileres, als kleine Nation einen grossen Gegner zu schlagen. Nur schon, wenn ich daran denke, kriege ich wieder Hinnehaut. Also gebt Gas, macht unser Land stolz und vor allem euch selber. Grüß den Moment, good luck und hopp Schweiz. Hallo zusammen. Ich bin im fernen Kenia. Ich habe hier im Zimmer drin habe ich einen grossen Fernseher und ich habe alles mitgenommen, um den Match bei euch am Mittwochabend live bei mir hier zu schauen. Und ja, 53.000 Zuschauer, ist geil. Aber ich kann euch einfach, in euren Trainer wird es euch sowieso gesagt, habe ich 6 Jahre noch. Das kann für die Deutschen auch eine Bürde sein. Wenn ihr am Anfang keine Zweier, wenn ihr keine Penalties überkommt, wenn ihr den Ball habt, sofort in die andere Richtung könnt, wenn ihr motiviert abschließt, wenn ihr jeder unterhaut, das heißt für die Deutschen plötzlich, dass sie Druck haben, dass sie plötzlich alles wird schwerer. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr 10-15 Minuten gut hebt, dass plötzlich noch für eine grausame, geile Sensation langt. Weil ihr habt viele Spieler in der Bundesliga. Andi Schmid kennen wir ja alle. Er war einer der Besten. Oder heute ist er in der Schweiz, aber wer ist heute noch? Und eins müsst ihr wissen, ihr habt einen der besten Goalie der Welt. Und die sagen es jetzt gerade direkt. Du musst alles am Anfang. Es ist der Weg und es wäre geil, wenn ich da würde schauen. Dann, ich schaue euch im Match nachher an, dann könnt ihr eventuell eine Viertelfinal-Qualifikation schaffen. Also ich wünsche euch alles, alles, alles Glück auf dieser Erde und ich freue mich auf den Abend und macht's gut. Unsere EM letztes Jahr in Slowenien war einzigartig. Jetzt sind wir im Fokus. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg auch in den EM-Spielen. Hopp Schweiz!